Hallo. 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 Wir spielen Tainted-Charaktere. Ich bin Tainted Judas. Beim letzten Mal freigeschaltet. Eine Uzumaki-Referenz, wie ich gerade sehe. Das, was Naruto immer ist? Ähnlich, ähnlich quasi, ja. Ich glaube, es heißt Spirale. Wie benutze ich mein Messer? Mit Q, wenn du ich weiß nicht. Wo ist Q auf meinem Gamepad? Die, mit der du Karten noch aktivierst, die Taste. Genau, damit kannst du dann einen Gegner reinrennen oder ein Projektile. Das genau. Lädt sich oft auf. Und das Wichtigste, du kannst gratis in Questrooms rein. Oh. Das ist, damit schützt man sich vor Projektilen, das nehmen. Ich will es nicht mehr nehmen. Ich mach das. Du brauchst nämlich keinen Schutz vor Projektilen und ich brauche mehr Angriff. Ich brauche keinen Schutz vor Projektilen. Nee, du kannst einfach durchrennen durch Projektile. Weil ich auch an alle, weil ich immer dran denken werde. Ja, ein bisschen Vorsicht! Bumm. Ja, ein bisschen Bumm. Gleich. Gleich. Jetzt. Ja, ist nicht umsonst der Bumfriend. Oh, eine Schnur. Ach, das macht das die. Bleiben die Begleiter nah an dir. Willst du das mit deinen Fliegen haben? Funktioniert das mit deinen Fliegen? Nee, die zählen nicht als Begleiter. Okay. Das sind einfach nur. Das sind nur Bekannte. Oh ja, und du hast schon wieder nur schwarze Herzen. Oh, so ungewohnt. Oh, Tier ist ab! Tier ist ab, habe ich auch. Nee, du hast sie bekommen, nicht ich. Ja. Deswegen war ich erstaunt. Ich habe nichts bekommen. Ja, ich habe auch die Pille eingesetzt. Also ich würde gerne noch einen Raum machen, damit ich mein Abyss voll habe, bevor wir dann. Ja, klar. Also, du kannst. Du musst ein bisschen erklären, weißt du? Bei mir weiß nicht jeder, was jeder Charakter macht. Du kannst Items in so Fliegen. Also alle Items aufsaugen und in Fliegen verwandeln, ne? Ich kann. Also an sich ist normaler Charakter, man kann ihn auch normal spielen. Er hat nur seinen Nachteil, dass er eine etwas langsamere Feuerrate zum Start hat. Aber ich kann Items dann wahlweise auch einfach mit Abyss dann zu einer Fliege machen. Die Fliegen machen den gleichen Schaden wie meine Tränen und sie können auch von manchen Items gewisse Effekte bekommen. Dass sie dann zum Beispiel Giftschaden machen und so. Aber prinzipiell relativ langweiliger Charakter, würde ich sagen. Cool. Ich habe ihn bekommen, weil ich random ausgewählt habe, okay? Hätten wir nur jetzt eine kannst Bombe. Du gleich mal gratis da unten rein. Mit Dark Arts, ja genau. Ja. Range up, oh yes. Kannst die Batterie aufheben, theoretisch. Oh ja. Yeah. Und gratis wieder raus. Es lohnt sich doch. Also das ist eine Sache, die ich eher ganz gut finde an Tainted Judas. Einfach, dass man durch das... Ich meine, das ist generell ein guter Charakter. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht mag. Irgendwie also mag ich ihn nicht. Dieser Move wirkt schon sehr gut, ja. Wir haben unten noch einen Tinted Rock. Ja, hier. Dann können wir vielleicht auch noch zu den Münzen rüber. Natürlich. Oh, das nehme ich mit. Ich meine, für 15 dich 15 Cent! Für dich wäre es jetzt besser gewesen wegen Deal und so, aber passiert. Shoptime. Oh, Kiste. Was, die Kiste Box mit dem... Box of Friends. Ja, nee, brauchen wir nicht. Kaufen wir und aufsaugen oder so. Wäre eine Fliege mehr für 10 Münzen. Da wäre das Timing komisch. Ich muss da nämlich direkt, während ich es aufhebe, drücken und ich weiß nicht, was das Timing ist. Einfach nur, während du es hochhältst, glaube ich, war das Timing. Oh, da gibt es Soul Heart. Zack. Kriege ich irgendeinen visuellen Sound oder so? Nee. Für was? Wann das Messer wieder ready ist. Sonst muss ich ja die ganze Zeit. Ja, da kommt ein kleines Dick. Ich habe den Effekt nicht getroffen, aber auch keinen Schaden bekommen. Gut so. Kann der was anderes außer Schaden? Ja, sein Pferd kann kaputt gehen. Und dann macht er Monstros Lunge. Kann ich so mehr Damage machen? Je mehr Projektile du erwischst, desto mehr Bonusschaden. Was für meine Tränen, yo. Für kurze Zeit. Cool. Ich glaube, das nehme ich mal eben mit. Ja. Ball of Bandages. Das nehme ich, bevor du es aufsaugst. Ich will irgendwas, was mich beschützt, ja. Latch Key. 3 Lack und Schlüssel, also ich spiele Hard Mode. Und Soul Heart. Nee, doch ein Soul Heart, yeah. Oh. Ich glaube, wir versuchen das mit der Box of Friends. Du kriegst es hin. Ich glaube an dich. Wenn es nicht klappt, ist es trotzdem okay, das Item, also. Einfach aufheben und einsetzen. Zack. Fliege. Stark. 3 Fliegen. Sehr schön. Und dafür haben wir nur 3 Items geopfert bisher. Hängst du nicht mit einer Fliege an? Stimmt, man startet mit einer. Okay. 2 Items geopfert. Wo willst du hingehen? Ich habe gehört, du hast ein bisschen Angst vor der Ebene. Selber. Auf der Ebene ist man super gut dran, wenn man ein Item bekommt, das Elektroschaden macht, weil das Wasser
Er leitet das natürlich. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Tut mir leid, ich wurde gerade ausgelacht. Bist du gemein, dass sie ihn auslacht? Ja. Ja, aber ich muss mich sagen, mit der Sache hier fühle ich mich auf der Ebene tatsächlich ganz sicher. Oh, ich war noch nicht ready. Ah, der überlebt es einfach. Okay. Oh Gott. Oh! Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wer ist denn? Ey, ich habe ja zwei Schlüssel gefunden. Das ist okay, wenn wir jetzt für den Rest des Runs keine mehr bekommen. Ja, ich ziehe alles zurück. Warte, vielleicht bekomme ich trotzdem Schlüssel, wenn ich Gegner kille, weil du hast ja nur weniger Schlüssel. So an sich, wenn wir das richtig timen würden, könnten wir beide das mitnehmen. Das ist im Koop so schwer zu timen. Ja, mein Item ist Müll. Ja. Nimm du das rechte Item einfach. Gemini. Ja, guck mal. Noch mehr Sachen, die um dich rumfliegen. Conjoint Nummer 1. Au. Was hat dich getroffen? Ich glaube, aus dem Gegner kam noch Projektil raus oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir werden den Schlüssel mal nicht für den Shop aus... Oh Gott. Wir werden den Schlüssel mal noch nicht für den Shop ausgeben, denn wir können uns da noch nichts leisten. Dafür geben wir den Schlüssel aber aus. Goldene Kiste sollten wir aber schon machen. Boah, Speed up. Speed Belt. Ich glaube, du willst mehr Speed. Ja, stimmt eigentlich. Ich laufe ja durch alles so durch, ne? Ja. Da wird sich eine Bombe sehr lohnen. Ja, nach dem Boss bestimmt. Machen wir den direkt? Stimmt. Ja, wir haben das Seelenherzen und so. Muss ein bisschen... Oh, fuck. Oh nein, das... Ach, komm schon. Der Simon, hallo? Der hat das einfach ignoriert, dass ich das gemacht habe. Das ist der so ultra nervige Sachen macht, ne? Ja. Ach, nur ein Hit? Ja. Man kann ihn super schnell killen, wenn man eine Bombe hat. Weil er die ja auch einfach dann frisst, aber... Ah, okay. Na, ich denke, du weißt, was das Problem daran ist gerade. Macht der irgendwie. Jetzt kommt gleich. Er kommt gleich von irgendwo. Oh, in Bewegung bleiben jetzt. Ja, genau. Und dann kommt er irgendwann durch der Wand gerast. Dann kommen ein paar kleine Würmer raus. Das heißt, wenn du gegen die deinen Dingens einsetzt, wäre das gut. Ja, ich habe leider nur einen Wurm, glaube ich, erwischt oder zwei. Du hast ihn besiegt. Oh, guck mal. Ultra Damage. Wie wird mein Nahkampf beeinflusst? Ich glaube, es ist dein Base Damage, mit dem du immer Schaden machst. Nee, deine Fliegen skalieren. Du hast schon so viele. Okay. Oh, noch ein Damage ab. Fair. Devil Deal ist halt die Sache. Wenn wir ihn auslassen, bekommen wir als nächstes. So, wir haben nicht wirklich die Herzen. Ich meine, wir haben eh nicht die Herzen dafür. Aber als nächstes würden wir dann garantiert einen Angel Deal bekommen. Sag Bescheid, wenn du mit dir selber fertig diskutiert hast. Nein, ich will wissen, willst du reinschauen oder nicht? Meine Angel Deals sind halt kacke, ne? Ich habe keine Lost Unlocks. Nee, die sind nicht okay. So gut. Wir könnten Sacred Heart bekommen. Okay. Hauptsächlich können wir uns im Devil Deal halt eh nichts leisten. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem gerade. Ich meine, du könntest vielleicht ein schwarzes Herz ausgeben und sterben und ich könnte eins meiner zwei roten Herzen ausgeben und dann nach dem nächsten Angriff sterben. Wie stark sind wir denn auf einmal? Guck mal, bei den Damage Up. Ziemlich stark. Das Problem ist nur, dass wir... Oh, wir haben eine Bombe. Ah, ja, da werden wir auf jeden Fall die Kiste doch aufmachen. Warum hast du eigentlich so ein Devil-Item von dem Wurm bekommen? Pentagramm ist einfach aus dem normalen Pool. Okay. Aber zählt für so eine Transformation? Du hast halt schon zwei Items, dann kann ich zwei Items. Ich glaube, es zählt für Leviathan. Ich meine, Schoolbag ist halt Müll. Eigentlich schon, ja. Null Spacebar-Items. Okay, soweit so gut. Wir werden eine Menge Leben. Haben wir? Ich denke, da kann gar nicht viel schief gehen. Schön, wir haben Dross. Schön. Ja, da sehe ich mich. Ist andere Ebene? Ah ja, bisschen. Ja, das ist bisschen mehr. Bisschen mehr eklig. Kanalisation. Das lief unerwartet gut. Ich habe das Gefühl, wenn man in Koop spielt, dann ist wenn einer Tainted Judas ist, das ist super gut. Ja, weil ich die auch kurz festfriere für dich. Und du kannst einfach angreifen. Oh, bleiben. Ah ja, stimmt. Sind kurz eingefroren, bis der Angriff fertig ist von mir. Ist ganz schön eingebaut alles. So, wir haben leider keine Bombe, weil an sich könntest du gratis über die Stadt. Da kriegen wir bestimmt eine Bombe. Weißt du noch, als du die eine Bombe im letzten Raum als Kacke bezeichnet hast, jetzt hätten wir eine brauchen können. Ich meine, wir haben vorhin die Kiste schon aufgemacht. Ja. Wenn wir halt das irgendwie timen könnten, dass wir gleichzeitig da reinlaufen. Wenn du Gedankenkontrolle kannst oder so. Du musst halt wirklich exakt gleichzeitig da reinlaufen. Okay, dann eher nicht. Also, links hätten wir Aquarius.
Damit hätte man so eine Tränenspur hinter sich. Das brauche ich nicht. Ja, ist glaube ich auch nicht so gut. Nimm mal, nimm mal. Du kannst, ich saug doch mal auf. Das sind doch zwei Items theoretisch, oder nicht? Zwei Fliegen. Ah, nee, ist nur das linke, was ich dann aufsaugen werde, aber weißt du? Ach so. Ja, dann kannst du das rechte Item auch aufheben, wenn du willst. Wenn du neugierig bist. Gut, dass ich es nicht aufgehoben habe. Oh, kannst Gott, du Steine zerlaufen? Nee, ich hab's jetzt zu einer Fliege gemacht. Ah, okay. Das nimmt es, da werde ich nämlich auch langsamer und ich will nicht mit 0,8 Speed unterwegs sein. Ja, das verstehe ich. Das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht hilfreich. So, ich muss sagen, eine gewisse Sackgasse. Knappheit macht sich aktuell bemerkbar. Ich habe nicht gesehen, dass der Raum zu Ende war. Ich habe nur die Gegner gesehen, die alles überdeckt haben. Na cool. Ja, das war der dumme Gegner, der... Ich weiß nicht, warum das Spiel diese Sleep, wenn Gegner die Projektile von oben runterregnen lassen. Kannst du die Schlüssel mitnehmen? Nee, ich bin kein guter Geist. Das ist nicht die authentische Delors-Erfahrung. Das ist diese Flamme, mit der man sich umbringen muss. Irgendwann. Mit der man zu Delors wird. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, denn du hast kein Holy Mantle frei für Delors, nehme ich an. Nee. Ach, kriegt man den dann hier? Nee, dafür muss man im... Das ist doch... Du musst im Greed-Mode... oder Greedy, ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Greed habe ich bei allen Charakteren, die ich hatte, fertig gemacht, zumindest. Nee, du musst 799 Münzen da am Ende reinwerfen. Ach, das habe ich auch, dann. Auch wirklich? Ja, ja. Ich meine, ich kann es auch einfach mitnehmen und die Schlüssel dann, machen und dann... Aber ich sehe kein Holy Mantle. Doch, da. Doch, da ist er. Ah. So, dann kann ich nämlich das hier mal eben mitnehmen, fällt mir gerade ein. Sehr riskant. Und ich kann auch noch die goldene Kiste mitnehmen. Macht man es nicht eigentlich nach... Nee, durch den Spiegel muss man dann nach dem... Oh, Curved Horn! Das werde ich mal eben mitnehmen. Ja, gönn dir. So, und jetzt ist... Nee, er ist noch da. Ah, shit, muss ich... Das war nicht gut durchdacht. Musst du noch machen. Der Lost verschwindet, wie nachdem man einen Raum gemacht hat. Das Soulheart weiß ich auch nicht, ob ich... Ah, was mache ich am besten? Ich könnte durch den Spiegel gehen... einen Raum in der Spiegelebene machen. Oder ich mach den Boss. Was du dir zutraust? Also ich meine, du hast echt viel Damage. Ja, komm, wir machen. Wir machen, sonst hängen wir aber direkt dran. Ich kann auch fliegen. Ist ja gar kein Problem. Ist ja gar kein Problem. Du hast genug Damage. Du hast eine Holy Mantle, du hältst zwei Treffer aus. Ist wie, als wärst du normal zu dem Boss gegangen. Nee, guck. Kein Treffer. Ein Treffer hast du jetzt ausgehalten. Da speedet die Tüte. Gott! Da war eine Träne. Restart. Hey, Leute. Das ist nicht mein Lieblingsboss gewesen, wie sich herausstellt. Ja, der Run war cursed. Natürlich am Delay, dass ich nicht ausweichen konnte. Ja, eben. Na gut. Sonst hätte ich es geschafft. Das ist ein bisschen ich hätte echt gerne mein Messer halt ready gehabt in dem Raum. Jetzt. Ja, eine Spinne getötet. Ah. Nee, Messer noch nicht. Ich meine, ist ja kein Verlust. Haben wir ein starkes Item verloren? Ich denke nicht. Nee. Ich denke, wir stehen jetzt besser da als davor. Schon jetzt, bevor es überhaupt losgeht. Wir haben uns nur warm gespielt. Ja, dumme Damage-Ups von vorhin. Will ich gar nicht. Ja, richtig. Dieses Glück-Damage-Up und so. Nee, brauche ich nicht. Ich nehme einen lustigen Ball mit. Und Shield Tears. Ich glaube, das will ich mitnehmen, weil... Au! Au, hör auf doch! Sofort leer gesagt. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es vielleicht auch auf die Fliegen zutrifft. Oh ja, das wäre schön. Au. Gott! Irgendwer läuft jemand zu schnell aus dem Türen raus. Warte, du kannst die Karte mitnehmen. Du kannst einfach gratis über die Stacheln drüber. Karte, Stacheln, gratis drüber? Ja, da wo ich Schaden genommen habe. Bin ich einfach immun, oder was? Cool. Ich meine, du kannst damit dann einfach stehen bleiben, wenn es voll ist. Dein Trinket macht übrigens das hin und wieder. Ich glaube, mit L2 wechselst du durch. Oh mein Gott, wie klein dieses Messer ist. Ja, mit der hinteren Schultertaste. So. Genau. Dein Trinket macht das hin und wieder. So Rubber Cementiers, dass die von der Wand abprallen oder vom Gegner. Ah ja, da war es einmal. Da schon wieder. Hui. Das war doch Damage-Up, ne? Nee, das ist, damit du Felsen hochheben kannst. Zelda-Ding, genau.
Das andere ist gedreht und rot. Na genau. Wie habe ich überhaupt da noch so ein Messer? Kann ich durch deine Tränen durchmessern? Nee. Nein. Schade. Ich würde sagen, wir warten noch kurz, bis er aufgeladen ist, denn wir ja. müssen ja vorsichtig sein bei diesem Ebene 1 Boss. Oh, das ist der gefährliche Ebene 1 Boss. Ich warte mal ab, bis er seine Spinnen spawnt. Wieder auf dem Weg, Lord of the Spiders zu werden, ich sehe schon. Komm, du wurdest sogar Spider-Baby in dem Run. Ja, ja. Aber ich wurde nicht Lord of the Spiders. Irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Ich nehme das mit. Oh, Range up. Das ist tatsächlich wichtig für dich. Denn deine Range ist miserabel. Jetzt nicht mehr. Jetzt, ja, oh, ja, das ist echt gut geworden dadurch. So, wir können noch ein Secret Room mitnehmen, starke drei Bomben. Wir können noch in die Wasserebene gehen. Ja, ja, gleich. Hier oben? Na, links. Keine Ahnung. Wird schon hier sein. Stark. Bisschen Geld? Ich würde sagen, wir nehmen die Kiste noch mit. Okay. Shit! Du hast selber gesprengt. Ich wollte die wegkicken, aber dann irgendwie... Darfst du ausprobieren. Meine Finger sind eingeschlafen. Ich dachte mir, ich habe keine Lust, jetzt zur Seite zu drücken. Ich nehme die Pille. Infestet. Stark. Schlüssel... Nee, lohnt sich nicht. Nee, die Kiste. Das sparen wir nicht. Nee. Hau. Ich war's diesmal. Ich konnte mich selber gerade noch so zusammenreißen. Gerade noch so. Man schaltet so gern den Kopf ab, wenn man zu zweit spielt. Nee, diese Räume sind immer früher oder später... Oh Gott, schon wieder Dross. Früher oder später läuft man in die immer rein. Ja, wenn, besonders wenn man ein Speed-Up hat. Karte wechseln, das hier. Da sind Leute... Oh, ich sehe also... Meine ja, ich hab sie auch nicht gesehen. Auf einmal ist da ein Loch im Boden. Vorsicht, nee. Die Bombe, die wird... Ja, die wird weggespült. Ja. Ja, man könnte sie dann noch weiter rüberschießen, aber wir haben eh nur eine Bombe. Das Loch im Boden habe ich gesehen. Aua. Ach Gott. An sich kann man die Köpfe auf jeden Fall auf der Ebene erstmal ignorieren, wenn man in den Raum reingeht, weil die schießen nicht. Kannst du deine Bombe da so mittig? Okay, mache ich. Ich habe nur echt wenig Leben. Nein. Hm. Okay, ich mache ein bisschen vorsichtiger und nee. Du tötest. Zwei Bomben. So, pass auf. Wir haben jetzt drei Bomben. Mhm. Das heißt, wir können mal eben die Kiste da drüben mitnehmen. Soll ich die mit Tränen zurückschieben? Ja, genau. Ja. Kannst sie aufmachen. Oh, vielleicht Soulheart. Ah, Gegner. Schön. Okay. Nicht die Hoffnung Soulheart. War da. Genau, wenn wieder diese einzelnen Köpfe einfach nur da sind, dann am besten sie noch nicht angreifen, weil die greifen nur dann an, wenn sie angegriffen werden. Einzelne Köpfe, okay. Oder oh, musst du auch vorsichtig sein, mit durchdashen. Ich will ja nur nicht in der Nähe sein, wenn der Effekt sich aktiviert. Das Petrified Poop wäre mal ganz cool. Ja, hatten wir doch am Ende vom letzten Mal. Ja, den haben wir auch zum Cracked Keypiece gemacht. Ja, da ist noch ein kleiner Bummel. Der kann natürlich drüber. Natürlich. Und ich muss sagen, die Räume sind relativ eng auf der Ebene. Ja, was war das denn? Das ist ein bisschen nervig. Was sind das denn für Poop-Monster? Aber meine Schildetiers sollten beim Boss dann sehr hilfreich sein. Ich glaube, wir sollten aber noch weiter erkunden, bevor wir zum Boss gehen. Ja, Schildetiers sind super. Aber ich kann halt tot sein sonst beim Boss. Gibt Stärke nicht ein leeres Herz? Oh ja. Yeah. Aber halt nur für einen Raum. Oder ja, füllt aber trotzdem. Füllt es das Herz oder nicht? Es gibt ja ein zusätzliches. Ja, ich weiß nicht, ob es voll oder leer ist. Ein volles. Okay, ja, dann... Es, dann gibt nicht, es gibt keine leeren schwarzen Herzen. Oh mein fucking Gott, haben wir Bomben? Zwei ja, Stück. Meine. Shit! Ich hab's verkackt. Friss die Bombe. Ja. Mächtig. Guter Damage. Ja, Strength Card hatte direkt ein Herz zusätzlich. Boah, ich hab den Oh, er ist erwischt. Jetzt schon tot! Na, noch nicht, aber fast. Naja, er ist tot, glaub mir. Ich nehme das erstmal mit. Nimm du Tiers ab. Weil deine Fliegen dann öfter angreifen, oder? Und nee, mehr Schilde Tiers. Shit! Okay. Achso, das löscht beide dann. Okay, gut zu wissen. Mies. Ich will schon rein. Da ist mein eines Herz wieder weggegangen.
Ein Messer ist schön. Wie riskant fühle ich mich? Sehr riskant. Wir sind auf der Wasserebene. Oh, schön. Ich habe noch das, oh, weißt du, was bedeutet, dass ich das Rotten Heart habe? Was denn? Das kann nicht zu einem halben Herz werden. Das heißt, wenn ich einmal getroffen werde, bin ich tot. Ich auch. Und Mom's Knife ist super langsam gerade. Oh, stark. Die Folge wird aber nur aus Tod bestehen, weil wir auf diese dumme Wasserebene gehen. Ja, es war wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ich sehe nicht, wo du bist, also greife ich gerade mal nicht an. Nicht, dass ich dich sprenge. Ja, ich dachte mir gerade das Gleiche. Pille! Okay. Das hätte gefährlich werden können. So, wir haben keinen Schlüssel. Cool. Cool, cool, cool. Ja, aber da liegt das gleich 10. Das ist ein Soul Heart. Aber braucht einen Schlüssel oder eine Bombe dafür. Vielleicht in dem Shop. Ich kann in diesen Geld. Warte, vielleicht können wir drüber fliegen, wenn wir uns. Ja? Ah, wir können uns doch gar nicht so los machen auf der Ebene. Fuck! Nein, wir haben wirklich nichts. Ich kann in so einen Blutspendenautomat einmal reinlaufen, aber da wird halt eh wahrscheinlich nur Geld kommen. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir haben keine Optionen. Ah, das... Das ist alles super. Wir geben nicht auf. Alles wie geplant, alles wie geplant. Gehört alles zur Strategie. Soll ja auch ein bisschen spannend sein. Eben. Jetzt könnten wir überhaupt sterben. Oh, schön nochmal, Dross, Mensch. Wir können aber hier rein. Und der gibt ein HP ab und ein Tiers ab. Das wäre für mich wichtiger. Ich würde mich hier rauswarpen wollen. Ja. Ich meine, damage-technisch sind wir gut dabei. Ja, dieser Messer-Move ist halt so oder so stark. Achso, ich soll da rein. Okay. Oh! Für jeden eins, oder? Jeder eins. Oh, und wir sind zurück. Und nein, du hast Planetarium gar nicht frei. Nee, habe ich leider nicht. Ich wollte sagen, und wir haben ein bisschen Planetarium-Chance, aber... Nee. Was muss ich machen, um das frei zu spielen? Ah, du musst in einem Run 2 oder 3 von diesen Sternzeichen-Items aufheben. Ah, okay. Das ist eine Sache, die... Oh Gott, ich hasse diesen Raum. Ich kann mit meinem Messerzeug da einfach durchchargen. Oh, die Steine gehen sogar aus. Cool. Wusste nicht, dass Steine ausgehen können. Achtung, kleine Made bei dir. Okay. Nein! Was? Was passiert hier? Nein, ich hab nicht verstanden, was hier passiert. Die Gegner sind einfach beide in uns drin gespawnt. Oh mein Gott. Mit dir spielen ist super. Du freust dich über jedes Item, egal was es ist. Was? Ich nehme es mit. Split Charge. Hast du jetzt 2 Messer? Nee. Nee, ich glaube, wenn ich jetzt die Gegner, wenn es durch die Gegner durchfliegt, kommen Tränen an den Seiten rausgeflogen. Das ist stark. Ich sehe schon, das Geld willst du lieber selber mitnehmen. Na, vielleicht macht Parasite auch gar nichts bei mir. Achtung! Fuck! Oh, das ist nicht gut. Der wird zu klein gegen. Das ist überhaupt nicht gut! Warte, ich mache jetzt gleich den Killer-Move hier unten. Zack. Siehst du? Komplett zerstört. Oh, ich habe meine Fliegen behalten. Warte, das ist vielleicht gut. Oh ja. Lass mich mal machen. Schau, ich habe die Fliegen noch behalten. Ah. Geh mal in den Shop rein. Das ist einfach die Strat. Du stirbst dann einfach jede Ebene. Behalte ich sie auch? Ich behalte sie. So. Nimm das Herz mit. Nimm es auf jeden Fall mit, dann stirbst du. Was ist mit der Pille? Vielleicht ist sie gut. Wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. Wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. Das ist auf und ab der Gefühle hier, okay? Ich guck noch ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen shoppen geht noch. Ja, ich bin so stark als der Geist. Ja, dann holen wir dich zurück. Kannst auch, die Bosse hier sind super anfällig für Bomben. Wir haben nur eine. Aus den Ebenen. Oh Gott. Was kann der? Der schwingt sich gleich herum. Aber er ist auch gleich tot. Ja, oh mein Gott. Ich habe sogar meine Taste gedrückt und das war nicht schnell genug. Wie habe ich nicht beide erwischt? Ah! Sie sind so schnell!
Nein! Oh mein Gott! Komm schon, fliege! Oh Gott! Ah. Das war ja nicht mal knapp! Zwei Soul Hearts zum Mitnehmen, bitte! Ich nehme das mit. Im Duel war das zweite Soul Heart, ja. Das war ja nicht mal knapp! Nee. Schlimmste ist, dass Parasite auch nichts macht. Aber er sitzt auf deinem Kopf? Ja. Ja, kannst du eine Bombe kaufen? Und dann? Dann haben wir eine wenigstens, wenn wir eine brauchen. Ja, ich meine, wir können hier nach einem Secret Room suchen, aber... warte. Wir wollen... Oh, fuck. Ja? Wir wollen Mother machen, oder? Wollen wir? Also, ich schalte... Mit Tainted schalte ich sowieso überall was frei. Nee, okay, willst du zu Mother gehen? Dafür müssen wir nämlich das Keypiece dann mitnehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Mother Run ist bisher. Okay. Machen wir einfach was Normales. Ja. Mal auf entspannt. Ich meine, mein Bild könnte noch zu einem Mother Killer werden, aber naja. Da fehlt aber auch noch ein bisschen was. Man kann auch anders bei Mother rein, ne? Weiß gar nicht mehr, wie. Nee. Doch. Ich war bei Mother, ohne auf dieser Wasserebene zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man ohne... nicht Keypiece, sondern ohne die Knife-Pieces da reinkommt. Naja, gehen wir weiter. Oh ja, wir können eh nicht in die Mine. Ah, schade. Mies. Schade. Naja. Weil man zwei Bomben braucht, um die Wand aufzusprengen, oder? Ja. Oh. Ich habe gehört, du wolltest noch eine Wasserebene haben. Ja, die sind ja in Ordnung. Ich habe eine Bombe gelegt, statt mein dummes Messer einzusetzen. Das passiert den Besten. Oh, doch. Wenn ich Gegner treffe, dann kommen an den Seiten Tränen raus. Ah, okay. Kleine Messer rausgeflogen. So, machst du das da drüben? Ja, hab alle. Oh, wir können doch gratis in den Classroom rein. Gratis! Auf Kosten meiner Fähigkeit, ja? Gratis! Oh, Spinnen! Der Lord of the Spiders ist wieder zurück! Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oh, hast du gesehen, wie die Messer noch rauskamen in deinen Seiten? Ja. Oh, das ist richtig gut. Was eine Ausbeute! Oh, ich liebe diese Parasite-Kombination, was? Das ist mit Mom's super. Knife. Okay. Ja, dann können wir ja doch zu Mother gehen. da können wir nicht mehr hin. Ich weiß. Ah, schade aber auch. Ich müsste echt ich war halt bei Mother mit den anderen und wir waren nicht auf der Wasserebene. Ich weiß aber nicht, was wir gemacht haben. Zu viele Infos. Zu viel Isaac. Ich hab mein Messer gleich wieder. Schämchen nicht rein. Perfekt. Hat mich aber auch noch erwischt. Ich würde mal schnell das Herz mitnehmen. Okay. Ganz vorsichtig. Problem ist, dass ich noch sehr langsam auflade. Wenn ich ein, zwei Tears-Ups habe, dann sieht die Welt auch schon anders aus. Ja. Bisschen mehr Range, bisschen mehr Tears-Up. Bisschen mehr Leben, bisschen mehr Ressourcen. Noch ein paar gute Items. Sowas halt. Das Übliche, was uns noch fehlt. Ich gewöhne mich auch langsam an mein Messer. Das ist der Raum, den ich meinte, der mit Tainted Lost ein absolutes Elend ist. Warte, ich warte einfach, bis mein Dolch bereit ist und dann Dolch ich. Stell dir mal vor, du bist Tainted Lost, darfst nicht getroffen werden und musst die Scheiße hier machen. Ja. Ist nicht so spaßig. Komisch, dass ich den nicht freigeschaltet habe. Das Rewold manchmal, ne? Okay. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich kommt immer nur Scheiße. Meistens. Lil Monstro. Ja. Zählt nicht mal zu Conjoint, er ist. Hättest du eigentlich aufsaugen sollen, oder? Aber das wäre ein guter Auf. Ich meine, an dem Punkt brauche ich die Fliegen nicht mehr. Nicht? Nee, ich habe Mom's Knife. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eher, worauf der Run so weit hinausläuft. Hallo? Ich wollte Messer. Weil man war einfach weg. Ja, ich habe Mom's Knife wohlgeworfen. Nimm das auf keinen Fall mit. Okay. Beziehungsweise du. Nee, nimm's nicht mit. Das bringt, wenn man. Das ist der Adamsapfel.
Apple of Soda, meinte ich. Und wenn du ein rotes Herz dann aufsammelst, wirst du stattdessen zu blauen Fliegen. Hm, ja, okay. Nee, brauche ich nicht. Das ist der Lord der Fliegen. Aber wir können uns halt gar nicht leisten. Wir können halt den Automat sprengen, wenn du willst. Hier so eine Bombe. Ja, ich würde fast ehrlich gesagt das Schlüssel-Item da mitnehmen. Ja, das können wir uns bestimmt leisten. Das ist eigentlich immer super hilfreich. Vor allem gibt es auch direkt 5 Cent, wenn man es aufhebt. Das heißt, es kostet nur 2 Cent. Ja, ne? Okay. Ach, keine Schlüssel mehr. Wieder 10 Cent. Beziehungsweise 2 Cent dafür ausgegeben. Das war sehr gut. Das war ein guter Deal. Okay, ich bin immer noch sehr nervös auf der Ebene irgendwie. Ja, okay, ich sehe gerade unsere Leben. Ich sollte auch nervös sein. Oh, fuck. Oh, die geben rot, die geben Soul Hearts, wenn sie sterben. Oh, weil es die blauen sind. Man erkennt halt nicht, dass sie blau sind, aber sind sie bestimmt. Ja. Die hatten nicht so viel Leben. Oh, Meat Damage. Damage und Health ab. Nimm du das Meat, ich nehme das Seelenherz. Ja. Okay. Das ist auch Damage ab. Okay. Und Range. Nee, 0,5 Damage ab ist nicht zu übel. Das ist wieder das mit dem unterschiedlichen Auge, ja. Irgendwie habe ich das jeden Run. Das droppt die ganze Zeit. Ja, das ist eins der häufigeren Boss-Items. Was gut ist, weil es eines der besseren Boss-Items ist. Ich hatte sonst, eine Zeit es nervig ist, wenn man immer Wooden Spoon bekommt und Moms Lipstick. Ich hatte immer jeden Run Abel. Das war mal schön. Oh, das waren die Zeiten! Heutzutage ist er so selten. Ich glaube, der hat auch Auto-Aiming-Tiers inzwischen. Das heißt, er ist besser, aber er ist so selten geworden. Und Halo und Magic Mushroom und der Hund noch. Cricket's Head natürlich, ja. Aus den goldenen Kisten. Ja, immer jeden Run die Items und dann Guppy geworden, jeden Run. Das war's ja. Damals. In Repentance, wenn man Zeug freigeschaltet hat, wird man immer conjoined. Oh, mies, hier ist der Secret Room gar nicht. Hm. Ich meine, wir haben 2 Locations, wo er sein könnte. Da kommen wir auch nicht rein, ne? Nee, der ist zu. Ja, schlecht. Da oben oder da unten? Ja, genau. Probier du das mal unten. Okay. Stark. Schlüssel. 2 Schlüssel, das ist schlecht, denn wir brauchen keine mehr. Aber wir haben 2. Und fühlst du dich gewahrt genug, um den Super Secret Room zu finden? Und zu suchen? Oh, gewagt. Aber auch richtig. Oh, das Bomben, hat sich ausgezahlt. Hätte ja fast schon Lust. Schäden wegsprengen lohnt sich überhaupt nicht mehr. Okay, schade. Es ist so selten, dass man da noch was rausbekommt. Ich würde eher die Bomben behalten. Ja. Ich glaube, Secret Rooms bringen uns mehr. Wir können natürlich noch in die Minen gehen, aber warum sollten wir? Warum sollten wir? Richtig. Elend. Die Minen kann ich wirklich nicht leiden. Da sind so viele nervige Gegner. Gerade kurz gefragt, warum ich einen Mond an meiner Karte habe, aber das war der Curse of Darkness. Noch gerade so verstanden. Oh, der explodiert doch in... Nee, ist aber diese Mom-Snipe-Kombination, meine Güte. Einfach gelöscht. Also. Ja, gefällt mir. Damit kommen wir aktuell gut durch. Den kriegen wir auch hin. Können wir mitnehmen. Ja, hier kann ich meine Messerkunst mal einsetzen. Okay. Ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil du immer von dem Messer redest, aber ja, es ist ja so ein komisches Dolchteil auch, was du hast. Ich nehme gerade ein Chris. So heißen die, glaube ich. Ich glaube, in Demon's Souls gibt es so eins und es erhöht den Schaden von Magie. Oh Gott, willst du mal rüber dashen schnell? Ja, ja. Ah! Oh Gott, nicht schnell genug. Ich habe den Dash, glaube ich, ein bisschen spät eingesetzt, aber... Oh, fuck, du hast auch nur noch ein halbes... Oh, nein. Ja. Oh, nein. Vielleicht finden wir ja irgendwo ein Kreuz auf einem Stein. Das finde ich ganz gut. Oh, okay. Ich habe auch instant die Taste gedrückt, wo ich das gesehen habe. Okay, aber ich habe gute Schüsse, ja. Ich wünschte, ich würde Mom's Knife mal ein bisschen schneller aufladen. Oh, mein Gottes Willen. Danke für den Support deines schwarzen Herzens. Gerne. Ah, deswegen war alles tot. Kannst du die Münze noch mitnehmen, oder? Ich bin Geist. Oh. Das sehe ich schon. Ich dachte, ich kann wenigstens Zeug mitnehmen. Wenigstens. Nein, leider nicht. Ich kann nur angreifen. Oh, schön. Was habe ich? 4 Pins jetzt? Ja. Ich glaube, es sind nur 3. Schön, schön, schön.
Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn er mich einmal berührt, bin ich tot. Weil er der Champion-Pin ist. Aber du bist auch ein Champion. Ja, ich weiß nicht. Es sind aber drei. Noch einer. Dein Messer hat halt gar keine Range. Ja, es muss auch echt lange aufladen. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Das sind die Kabel, die sind gut. Damit kriegt man eine Aufladung für 15 gekillte Gegner. Ich kann es mir nicht leisten. Ich glaube, das ist auch nicht, wofür ich aktuell das Geld ausgeben sollte, weil braucht keiner von uns. Ja, ein Ecktest ist jetzt nicht gerade so viel hier unterwegs. Gut gedodged. Ich kann es mit meiner Träne so ein bisschen wackeln lassen. Ich glaube, es macht alles nur noch schlimmer. Du machst sie nur noch wütender. Okay. Au! Der Gott. Andere Na. Bewegt sich. du hast noch ein ganzes Herz, okay. Oh Gott. Achtung, Hände. Sehr guter Kampf. Ja, es geht. Jetzt hol mich wieder. Traurig. Also, ich sollte so zum Boss? Nein, ja, krieg ich schnell down, ist ja gar kein. Ist ja nur der Kleine. Ist ja nur der, der zu zwei wird, die Brimstones machen. Ja, richtig. Aber du hast ein Messer und dann. Oh, die Bombe war gut. Bring ihn um! Dodge lieber, ja. Ich lebe. Es gibt zwei schwarze Herzen. Ja, der ist sehr gut. Du kannst nimm mit. Okay, du kannst das Herz da oben rechts auch haben. Und ein Stück Seife. Ich weiß, ich gönne heute. Oh, ich habe richtig viel Leben. Ja, deswegen meine ich, dass du es mitnehmen sollst. Der, es gibt vielleicht sogar passt drei auch voll zu mir, Herzen. Guck mal, ich bin richtig im Roleplay. Oh ja. Und ich habe ein Auge verloren dank deinem Messer. Entschuldigung, ist mir ausgerutscht. Aber es hat mich stärker gemacht, also kein Problem. Ich habe mal, das ist irgendwann... Oh, das kann ich jetzt... Nein, kann ich nicht, aber ich muss da stehen bleiben. Was macht eigentlich Berkano? Achso, Companionship. Hui, ja. Ich habe normales so ein Buttermesser kurz sauber gemacht mit einem Schwamm. Und ein Auge ausgestochen? Ich habe irgendwie nicht ganz hingeschaut. Und ein Auge ausgestochen? Läuft es darauf hinaus? Nein, nicht ganz. Ich glaube, das wäre eine Leistung für sich. Ich habe nicht ganz hingeschaut und dann habe ich... Ich meine, das Messer hat ja doch ein paar Zacken. Dann habe ich irgendwie das über den Daumen drüber... Der ist dann da vorbeigeschrammt und das war tatsächlich... Ich habe seitdem eine Narbe am Daumen. Ei. Das war irgendwie ein unerwartet tiefer Schnitt von einem dummen Buttermesser. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum das überhaupt passieren kann. Da hatte ich kein Problem, wenn du den aufsaugst. Ich würde sagen, der ist an sich wirklich gut. Der macht wirklich viel Schaden. Soll ich ihn mitnehmen? Aber das Problem ist, dass... Ich nehme ihn so mit. Okay. Weil das Problem ist, dass ich dann... Nee, Moment, ich kann es mit Leertaste einfach einsetzen. Nee, der ist gut. Okay. Vor allem sammeln sich dann auch die Gegner um ihn herum an. Das ist so... Den greifen einfach alle Gegner an, ne? Mhm. Oh Gott, ich hasse diese blauen. Geh du da einfach mal durch. Ich hatte mein Messer auch gezündet. Ah! Komm schon. Oh, jetzt erwischt mich auch. Oh mein Gott, ich habe nur noch ein halbes Herz. Oh ja. Gott, ich will nicht nach rechts durch. Ja, bleib mal stehen, ich mach das. Oh, ich bin doch mit Tastatur unterwegs, bringt doch die solche Stachelräume. Ich gehe da hin und schieb das raus. Ich kann es mit der Bombe auch raus. So. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Doch. Du brauchst die Heilung. Dankeschön. Oh. Ist hier was hier? Geh mal dahin. Das war eine gute Entscheidung. Ja, ich denke halt wirklich, dass das kein zu verkehrtes Spacebar-Item ist. So, wir können den Schlüssel da oben mitnehmen und in den Cursed Room rein. Mit wir meine ich... Ich. Du. Ich warte kurz, bis meine Dark Arts wieder ready sind. Tended-Charaktere sind echt cool. Also, wie unterschiedlich die sind. Ja, yeah, aber das ist halt auch die Sache... Ja, aber... Das ist so problematisch, cool. Macht halt viele davon ein, was, wenn du nicht getroffen werden darfst, Gimmick haben. Nimm ruhig. Okay. Und das ist eine Sache, die mich sehr nervt. Ja. Es gibt ein paar Tent-Charaktere, die cool sind, aber sie haben sehr kreative Konzepte.
Manche sind aber halt wirklich fast unspielbar. Zum Beispiel Tainted Kane, wenn man nicht die External Item Descriptions aktiviert hat, er ist ein absolutes Elend. Kane war der mit dem Craften, oder? Ja, genau. Mit External Item Descriptions ist er tatsächlich ziemlich spaßig. So, warte mal, da unten müsste ja Secret Room irgendwo sein. Okay. Nee. Er ist ja dann links, wenn dann. Links unten? Na. Hier links an der Wand, soll ich springen? Okay, du bist schon da. Sehr gut. Oh, mit der Tastatur und dem bisschen Delay fühle ich mich in diesen Stachelräumen wirklich nicht sicher. Oh, Umschwänge klüger gewesen, sorry. Devil. Ja, ist in Ordnung. Ich hab mal von einem Messer benutzen. Da dürfen keine anderen Sachen mehr sein. Das ist einfach die Messertaste für mich. Dann wird's mit der Devil-Karte auf jeden Fall zu keiner zukünftigen Verwirrung mehr kommen. Die ist schon passiert. Oh ja, den Boss haben wir schon gemacht, okay. Ja. Wir. Wobei, nee, du hast ihn sogar gekillt, den einen. Ja. Der in der Ecke. Wir haben... Komm. Versuchen wir es. Der explodiert? Gib ihm Zeit. Cool. Gib ihm Zeit. Nicht gereicht. Braucht ein bisschen, dann explodiert er schon. Ja, gehen wir weiter. Ja. Necropolis... Ah, fuck, wir sind schon bei Mom? Schon auf dem besten Weg. Oh nein, ich fühle mich nicht bereit. Das wollen wir aufsprengen. Soll ich hier die Bombe legen? Ja. Ist ein bisschen verzwickt, die richtig rein zu quetschen. Oh, schön. Ich habe ein bisschen Delay, okay? Das ist alles ungewohnt. Wir haben beide denselben Delay. Auch als Host hat man den Delay. Oh, hat man? Ja. Okay, dann sind wir beide schlecht dran, aber... Das war schon sehr schlecht. Oh Gott, ich will den Raum nicht machen. Lass mich machen, das ist ein bisschen schwer. Das Lied hier ist ganz schön. Ich hab die Standard-Isaac-Musik so lange nicht mehr gehört. Ich habe immer die Anti-Birth-Musik aktiviert gehabt. Ah. Shit. Kenn ich die? Getroffen, sehr schön. Das war der Mod, die kam kurz vor dem Release von Afterbirth damals raus. Das war ein super großer Mod. Oh, das war nicht gut. Ich wusste, was der macht, aber ein bisschen Chaos. Genau, das war auch, Repentance ist auch sehr viel von Anti-Birth. Naja. Ich nehme erstmal eins mit. Also, oder ich. Wer will den Vortritt haben? Okay, dann nehme ich eins. Und dann gucken wir hier und wir sehen Müll. Komm in meine Sammlung. Lil Gish ist tatsächlich einer der besseren Begleiter. Macht Gegner langsamer. Ja, slow ist ganz nett. Wir können auf jeden Fall die Schlüssel abgeben. Oh, zwei Lucky Pennies für mich. Double Luck. Ja, stimmt, die Schlüssel brauchen wir halt gar nicht. Gerade eben sah es aus, ob man sie hier verwenden würde, aber dann haben wir auch die... Oh. Hey, Liz. Lord of the Flies. Du hast doch bestimmt schon ein Fliegen-Item. Also... Na, wobei, das zeigt uns, wo die Secret Rooms sind. Komm, wir nehmen es mit. Ja. Oh, wo fliegst du hin, mein Kleiner? Was findest du da in der Ecke? Oh, hier. Soll ich hier springen? Naja, kann sie nicht entscheiden. Okay. Also, wenn was ist, dann ist er schneller unterwegs. Wir können unser Geld hier ausgeben, aber sollen wahrscheinlich generell erstmal in den Shop schauen. Okay, erstmal Shop gucken, aber die Battler mag ich eigentlich ganz gerne. Hilfe. Ist immer ganz freundlich, wenn sie nach Geld fragen. Ja, die bedrängen einen gar nicht. Ich habe die Tränen aufgehalten. So viel getroffen gerade, das gibt's noch nicht. Wie ist mein Soulheart schon wieder weg? Ich habe ein bisschen Angst vor den Feuern, ja. Ja, ich habe mich auch nicht sehr wohl gefühlt in diesem Raum. Das war nicht meine Wohlfühlzone. Oh, wir kriegen so viel Geld. Guck mal, der will... Achtung! Hast du schon angelegt? Ja, du hast dich aber reingestellt. Shit. Ich nehme so viel Schaden gerade, aber ich bekomme auch nicht so recht meine Feuerrate höher. Das ist ein bisschen nervig. Das ist noch ein Bombenbettler. Da haben wir keine. Da ist einer für Herzen. Da ist sogar noch was. Oh, aber wir haben keine Bomben. Doch, haben wir. Da liegt eine Bombe. Ich hoffe, da unten wird nicht weggesprengt. Sehr schön. Oh, es war knapp. Eins kann ich mitnehmen. Ich nicht. Ich bin schließlich der Lord of the Flies. Oh mein Gott, was? Hast du den Kleinen gesehen? Nee, ich habe hier unten gegen was gekämpft. Der war so ein Kleiner von diesen Zombies und er war so schnell unterwegs.
Er ist einfach auf mich zugespurtet. Das ist Mom, da dürfen wir nicht rein. Ich meine, wir dürfen, wir sollten aber nicht. So, das heißt, wir haben ja auf jeden Fall auf der Ebene noch irgendwo einen Schädel da oben ist, ja? Der gibt uns eine garantierte Fool-Karte, die immer ganz hilfreich sein kann. Genau, wir bräuchten erstmal die garantierte Bombe. Keine Sorge, die haben wir gleich. Oh, wieso? Okay. Da ist die garantierte Bombe. Ah, ich denke, das ist es wert. Eine Fool-Karte ist immer hilfreich. Selbst wenn wir den Weg nicht gehen. Los. Schön dieses Warten jetzt immer auf die Bombe. Oh. Das Messer macht sehr viel Spaß. Du? Unser Devil ist noch nicht weg. Ich glaube, du meinst, dass er Chris. Ja. Ja, Chris ist bestimmt auch ein Messer. Oh, Tinted Rock auch noch. Und ich hab. Ach, komm. Was ist das? Oh, ich nehme das mal eben mit. Das ist ein Battery Pack, da bekommen wir 2, 3 Batterien raus. Ich würde sagen, du holst dir das Soul Heart. Nee, mehr nicht. Ist nicht wert. Mehr nicht? Soll ich eine Karte kaufen? Warte mal, lass mich das hier unten mal wegsprechen. Ach, du hast ja das Baby. Ja, deswegen habe ich die Batterie gekauft. Ich vergesse es einfach immer wieder. Ach, Schlüssel. Und mehr Schlüssel. Und eine Bombe. Naja, 2 Bomben ist ja nicht verkehrt. Ja, ich würde sagen, wir können dann noch die Karte mitnehmen. Chariot. Cool. Okay. Denk dran, du musst drücken, damit du nicht in die Karte einsetzt. Ich hab die. Ach, die ist dahinter. Deswegen hast du auch machen. Deswegen hast du mir das gesagt. Ah. Oh, warte, ich könnte das Battery Pack kaufen und dann einsaugen. Wir haben halt eh keinen Shop mehr nach der Ebene. Wir haben noch den Battler. Ja, aber 19 Cent reichen dem. Ja. So viel braucht er nicht. Battler war irgendwo ganz links. Ja, die sollten wir, die hätten wir echt einfach ausmachen sollen, die Feuer. Das Problem ist, wenn du da stehst, um sie auszumachen, dann haben sie das rechtzeitig anzugreifen. Da kannst du nicht gewinnen. Der rechts daneben gibt Batterieaufladung. Ja, wollte gerade fragen, willst du deinen Bombenbaby aufladen? Nee. Vor allem haben wir genug Bomben. Gleich nicht mehr genug Geld, um Türen zu öffnen. Nein, es wird schon. Eternal Heart, wichtig. Bitte. Black Bean! Ne Bohne! Was macht die? Weißt du was, vielleicht kann ich... vielleicht kann ich unser Restgeld ausgeben. Ich wollte eigentlich Abyss noch, naja. Was ist die Karte? The World. Oh, die ist best. Willst du den Fool haben? Statt Chariot? Ja. Ja, so, hab ich schon ein Active Item, ne? Eternal Heart. Wahrscheinlich sollte es ich mitnehmen, weil... Und Touch? Ich meine, dir bringt's ein Soul Heart, du wirst das Eternal Heart nicht verlieren, aber... Das rote Herz ist natürlich wertvoller. Ja, klar, für Devil Deals. Mein Leben ist halt schon wichtiger als deins. Ja. Also aktiviert sich die Bohne, während ich das Chris benutze? Ey, ich habe keine Ahnung, was ich die... Da will ich nicht mehr lang. Gehen wir nicht mehr da hoch. ich habe keine Ahnung, wann sich die Bohne aktiviert. Ehrlich gesagt, die ist halt ein Müll-Item. Kannst du nicht so gemein zu den Items sein? Die geben sich Mühe... Nein, die Bohnen-Items sind spezifisch im Spiel, um schlecht zu sein. Sind alle nur Furz-Jokes. Okay. Das ist deren ganzes Ding. Und, ach, das ist der Boss. Ja, ich würde sagen, wir machen dann mal. Ja, easy. Easy. Na ja, dann wiederum am Snipe könnte. Oh, rote Mom, die stampft nur. Okay. Fast. sie beschwört keine Gegner. Und, oh mein Gott, die Black Bean wird aktiviert. Nein, Projektilen. Ja, ich wurde getroffen. Die ist immer einmal da, wenn mein Messer Cooldown hat. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, das ist. Krieg noch ein Herz dazu, nächste Ebene? Ja. Machen wir erstmal easy. Nimm das Polaroid mit. Okay. Dann kriegst du eine Spritze. Range Up. Ich würde es lieber einsaugen, aber. Ich glaube, Range Up ist gut für mich. Du brauchst unbedingt Range mit deinem Messer. Umso weiter. Oh ja, es fliegt weiter mit mehr Range. Ergibt's Sinn. Wie böse du guckst. Da nicht so. Seitlich guckst du. Ja, da guckst du richtig böse. Ja, von vorn sieht man das eben irgendwie. Die Schokoladenseite ist ja wichtig. So, dann gehen wir mal weiter. Außer du wolltest dich noch ein bisschen im Raum umschauen. Ich habe tatsächlich gerade geguckt, ob ich irgendwo so einen Stein zum Sprengen sehe, aber ist nicht. Nee, wichtig. da fliegt dann meine Fliege. Die fliegt übrigens auch zu Crawlspace-Steinen hin. Oh, die ist ja richtig gut. Gut, dass ich sie fast gar nicht angucke.
Und eine Ocarina of Time-Referenz, das versüßt die ganze Sache ja noch ein bisschen. Ja, weil das Spiel noch nicht genug Zelda-Referenzen hat. Ja. Also ich kann noch ein paar, ich kann noch eine lustige Referenz droppen, und zwar... Oh, das war knapp gerade. Ich habe vorhin ja gesagt, dass der Charakter scheinbar auf eine Uzumaki-Referenz ist, was ein Manga ist. Aus irgendwelchen Gründen habe ich dieses Jahr ein paar gelesen. Ein anderer, den ich gelesen habe, war Parasite, und der Parasit, den ich auf meinem Kopf habe, der sieht aus wie eine Parasite-Referenz. Ja, ich habe den Anime habe ich mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was da passiert. Oh, ich fand den Manga wirklich gut. Ich fand den Anime auch gut, glaube ich. Aber es ist halt lange her. Die Leute mögen den Anime. Ich glaube, der hat den, weil er 2013 so rauskam, hatte er Dubstep-Musik in den Kämpfen. Jawohl. Das ist die Sache, die ich darüber weiß. Es passiert so viel, wenn ich getroffen werde. Ich krieg ein Schild, alles ist voller schwarzer Bohne. Ja, ich würde sagen, der Schild ist erstmal super hilfreich, wenn du getroffen wirst. Ja. Okay, gehen die Hände jetzt wieder auf dich? Ja, irgendwie mögen die Hände dich. Damit kann ich leben. Ich werde mal, ich lege eine normale Bombe. Oh, Flieger hat was markiert. Oh, das füllt direkt Batterie. Ein Item auf, also. Ja. Na, ich nehme den Schlüssel mit. Okay. Nope. Kann ich das mit der Dark Art öffnen? Ich habe keine Ahnung. Okay, finden wir es raus. Jetzt. Nee. Nein. Irgendwie diese Kisten, die kann man nie überlisten. Nee, Moment, man kann sie mit dem, man kann sie als Forgott mit dem Knochen öffnen. Oh, schau ihn dir an. So sauer, er ist bereit zuzustechen. Ich habe leider nur eine Kapuze auf. Ja, okay, gehen wir wieder. Wissen wir, wo der Boss ist? Nee. Oh mein Gott, ich hasse die. Mein Messer war noch nicht ready. Fuck, der hat uns beide getroffen. Ich hab mein Messer gespammt, aber es war noch nicht ready. Ein Child's Heart? Waren das nicht mehr Herzdrops? Ja, das auf jeden Fall. Was? Warum gibt es zwei Dinger, die wir Ich weiß nicht, ob das andere auch mehr... Beziehungsweise es sind auch immer komische Variablen, was für Drops genau gemeint sind und sowas immer. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, bei den Trinkets, was die genauen Effekte angeht, ich bin nicht so interessiert daran, weil sie im Endeffekt eh nicht so viel Unterschied machen. Oh, was war das gerade? Das warst du, das war dein Messer, da habe ich da. Ja, ich weiß, aber was? Da sind gerade zwei geflogen oder so. Au. Bitte. Nein, nein, man nimmt dein ganzes Herz Schaden. Ah, jetzt habe ich wieder mehr Leben. Okay. Oh! Den haben wir. Ich rette dich. Keine Sorge. Das ist hier gar nicht. Aber da oben ist ein Secret Room, glaube ich. Ja, der Raum voller Herzen jetzt. Nur für dich. Rote Herzen, komm schon. Nein, das ist ein Boss. Aber das ist ein guter Raum tatsächlich. Der Error-Raum. Sieht schon mal gut aus. Außer, dass sehr viele Sachen sind. Was ist das? Press Speed Up. Speed Tower. Das ist mein World. Fool. Ich nehme den Empress mit. Ich mein Messer. So. Das ist die beste Karte. Ja. Das Chris. Ich würde den mal eben noch wegsprengen. Ja. Der hätte ich auch schief angeguckt. Stark. Ah, ja gut, dann. Boss, zwei Items. Ja, klingt gut. Also, alle Sensen fliegen die mal los. Nein, warum fliegt der weg? Au. Oh, da bist du wohl rein. Ja, da war eine Bombe gelegen. Ja, die habe ich nicht mitbekommen, weil ich die Sensen ein bisschen beobachtet habe. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich hab's abgefangen. Das nehme ich auch. Zack, Cube of Meat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Was? Du hast dein Auge verloren, es ist leer. Ja, ist auch noch das zweite. Der Parasit sieht für mich. Ja, das sind deine Augen. Das ist kein Problem. Oh Gott. Oh, das läuft gut, würde ich sagen. Also Hard Mode ist super. Ich weiß gar nicht, wo da Probleme jemals kommen sollten. Okay, ich habe das Gefühl, mal am Snipe mitzunehmen, war ein bisschen gewagt von meiner Seite aus. Ein guter Teil. Hatte Hard Mode so viele eigene Unlocks? Nee, du kriegst da nur irgendwie so Multiplayer-Charaktere. Okay. Ja, aber eigentlich spielt man immer Isaac Hard Mode. Macht den ja, nie. Genau. Ja. Ich
Ich dachte kurz, da wäre was. Ich auch. Aber ja, an sich von den Unlocks her ist es nicht wert, aber willst ja auch nicht der Typ sein, der dann auch ja, normal spielt. Was sollen die Jungs denken? Die ganzen anderen Isaac-YouTuber machen sich sonst über einen lustig. Ja, gehen wir mal rein. Das nehme ich. So. Ich habe echt nicht viele Fliegen gemacht im Run. Oh Gott, nein. Noch eine? Noch zwei? Oh mein Gott, das will. Noch ein paar. Wie viele Hände hat Mama? Eine Menge. Da ist eine Fliege links an der Wand gesessen. Deine. Geheimen Gang. Da, hier schon wieder. Hab. Okay, ich glaube, ich verstehe. Okay, du kannst auch. Ich wusste nicht, dass du eine bist. Bombe. Ja, wir können das den Keeper's Head oder sowas rausbekommen. Boah, auch schon ewig nicht gesehen. Das erhöht, glaube ich, unsere Deal-Chance, aber auch nicht wirklich. Naja. Du bist so beide Münzen außen rum gelaufen. So, ich hab's auch aufgehoben. Ich will keine, das brauchen wir nicht. 3 ist Consumables auf dem Boden. Rerollen. Auf der Ebene aber, weil deswegen ist die Karte hier in der Ecke, genau. Oh, das oben links zeigt an, ob es auf der Ebene oder nur im Raum ist? Ja. Das wusste ich nicht. Oh, schon wieder. Also, Navi zahlt sich aus bisher. Navi ist super. Kisten. Ah ja, ja, wir haben ja Schlüssel. Ich warte mal mit dem Öffnen nicht, dass irgendwelche Bomben rauskommen. Ja, das wäre ganz gut. So, der wird dann eh diese dumme Sicherheitsnadel auszahlen. Sicherheitsnadel? Ich bin gespannt. Oder Büroklammer, was auch immer. Aha. Damit man goldene Kiste direkt öffnen kann. Oh, warum gibt es doch eigentlich keine goldenen Kisten? Was soll denn das? Das ist schüchtern. Vielleicht wird wenigstens jemand Guppy von uns. Wahrscheinlich nicht. Oh, da ist einer. Eine. Na, da ist es. Naja. Ja, ich brauche meinen Ball nicht eigentlich. Bist du ein bisschen Speed up? Hab ich die nicht schon? Nee, das war letzter Run. Fühlt sich abenteuerlich heute. Da ist irgendein roter Stick. Ja, das ist Kompassnadel. Ach so. Ja, du kannst die Solats mitnehmen, beide. Okay. Und das Abenteuer Item ist natürlich. Ja, ich bin. Embrace Chaos. Ich muss es ja nicht einsetzen. Warte mal, oh, das setze ich automatisch ein. Cool. Ich wollte gerade sagen, ich werde es nicht mehr zu einer Fliege machen. Weißt du, was das für ein Item ist? Ja, ja, wenn ich getroffen werde, überall Bomben. Ja. Das ist wie die Karte. Also bitte, das war ja schon im Flash-Game drin. Ich meine, die gute Sache ist, wenn der Effekt auftritt, bist du wegen deinem Polaroid noch unverwundbar. Ja, vielleicht finden wir das, womit Bomben gelöscht werden. Und dann kriegen wir unendlich Bomben, einfach immer, wenn ich getroffen werde. Diese Schere. Oder ich werde einfach getroffen. Oder du wirst einfach getroffen. Ah, der Boss auch. Ich meine, ja, ja. Ich könnte mit dem Messer rüber, aber wir warten einfach. Ich werde auf jeden Fall warten. Kannst du dem auch mal rüber? Ja. Nee, warte, lass mich, ich werde ihn freispringen, okay? Okay. Siehst du? Diesmal wirklich. Er kann eventuell eine böse Bombe droppen, reite dich darauf vor, eventuell zu flüchten. Ich drück die Taste einfach dann. Das ist an sich in den meisten Videospielen immer eine ganz gute Taktik, tatsächlich. Eine Taste drücken? Ja. Okay. Ja, die Box ist auch nicht so gut. Was ist der Knochen da? It looks brittle. Ich nehm's mit, mehr Knochenherzen oder so bestimmt. Keine Ahnung, was der macht. Die Karte kann ich nicht aufheben. Aber ich kann in den anderen Bereich darüber. Du kannst mit der Bombe hinspringen, aber ist jetzt auch nicht wirklich wert. Stark. Gut, Ebene wollte ich eh nicht sehen. Oh, das ist ja gut, da kommt Soul Hearts raus. Manchmal. Oder Trinkets. Selten. Die Schere. Ich sag's dir, jetzt kommt die Schere gleich da raus. Wahrscheinlich hättest du ihn nicht direkt vor den Starten machen sollen. Ich muss die sofort einsetzen. Das erhöht das Luck, was man hat. Aua. Was war? Okay, alles gut. Okay. Guck mal, ich habe die Karte rausgeholt. Ich glaube, das Trinket ist tatsächlich ziemlich gut. Hierophant war auch Seelenherzen, ne? Hierophant ist 2 Soul Hearts, ja. Soll ich machen? Ich glaube, das Trinket hier verdoppelt die Feuerrate von Begleitern. Das heißt, du kannst mal eben mit Gift schießen und dann das mal aufheben und schauen, ob die Feuerrate verdoppelt wird. Ja. Yeah, das ist ein gutes Trinket. Oh, guck mal, der Monstro auch, der geht richtig ab.
Oh ja, ja, du sollst es behalten. Ich kann aber trotzdem was Zweites mitnehmen. Ein Haglatz. Mach Steine kaputt, ne? Mhm. Aber World ist auch gut. Macht das den Curse? Ich würde World behalten für die nächste Ebene. Nee. Ja, für die nächste Ebene, okay. Ja. Hab Messer in der Hand. Bin bereit. Wo sind wir? Die Realisierung hat nicht lange gedauert. Aber ja, irgendwo wird es zum Boss gehen, da bin ich mir sicher. Irgendwo da bin ich mir auch ziemlich sicher. Telepille, ich glaube, das wäre sehr ungünstig in diesem Run. Beziehungsweise auf dieser Ebene jetzt. Au! Ach, warum bin ich einfach hoch? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich habe auch oben links auf mein Item geschaut, dachte, du hast dich so sicher gefühlt, weil ich vorgelaufen bin. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bist du schuld. Denn du schon länger so ein bisschen schlechter Einfluss bist im Spiel. Nee. Ich rate die nur zu den besten Sachen. Ich mag die Ausrede. Oder den, nee. Nee, finde ich nicht. Ich brauche keine Argumente. Ist einfach so. Ich will meine Zeit nicht verschwenden. Ich mag dich dafür, aber wir haben nur 10 Münzen. Das kann ja gar nicht so lange dauern. Hier kommt auf keinen Fall der Dollar raus. Und wenn der da rauskommt, dann würden wir hier eine Stunde stehen. Siehst du? Au. Gott! Wir können die sprengen, wenn du willst. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will die noch wegsprengen. Ach. Oh! 5 Bomben! Hat sich gelohnt, ich gewinne jetzt den Lord of the Flies. Ich meine, da kann man diesen einen Scheiß auf dem rausbekommen, mit dem greift man Fliegen nicht mehr an. Das ist ziemlich gut. Genau, das meinte ich damit. Wir haben keine Münze mehr. Kannst ihn sprengen. Tja. Die Sachen wegzusprengen hat einiges gegeben. Jetzt hat der mich so dumm angestarrt. Wie habe ich den. Ich muss den Kopf von dem berühren? Okay. Ja, entweder den Kopf oder den Körper. Nee, Körper bin ich durchgelaufen. Ich bin durch den Körper gelaufen. Zoom ran, Zeitlupe. Da ist ja natürlich noch eine Alpha. Ja. Das ist, Spiel, wir werden wieder disconnected, wenn wir dann beim letzten Boss sind. Ich hoffe nicht. Das wäre nicht eine gute Alpha. Ich gemessen an, dass wir eh nur... Ach, wir machen Blue Baby. Das heißt, wir haben noch goldene Kisten. Ja. Wir haben ja Polaroid mitgenommen. Die guten goldenen Kisten. Mid-Lips. Okay. Ist mein Messer schon ready? Ja. Wie der Boss einfach auch kurz aufhört. Oh, hier sind ja richtig viele Tränen. Oh, die haben nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Ich habe echt wenig Tränen erwischt. Oh, der ist ja schon tot. Sehr langweilig. Das war wirklich gut. Ich würde sagen, du nimmst das Soul Heart mit. Echt? Ich hätte es dir gegeben eigentlich. Ne, wir haben keine Deals mehr. Okay. Und ich bekomme ja viele rote Herzen, die mich dann auffüllen kann. Ja. Okay? Zum Glück haben wir eine Worldkarte. Richtig? Nein, haben wir nicht. Ja. Okay, sehr schön. Wir können gut abkürzen. Ja, links. Geheimraum. Ja, genau. Da ist ein kleiner. Ah, oh, du hast den oben noch nicht. Okay. Der Kleine wird echt gut verteidigt von dieser Fliege. Ja, die Fliege blockt so viel ab. Ah, wir sehen unser Leben nicht. Das mache ich immer gerne. Ich dachte, das wird kurz, sich super ich bin machen, wenn wir gegen Isaac kämpfen. Warum ist mein Damage zu niedrig mit Mob Snipe? Oh, ich habe nur 4 Damage. Sag, wir haben nicht viele Damage-Ups bekommen in dem Run, kann das sein? Das stimmt, ja. Das ist, woran alles scheitert. Ich habe das Gefühl, wenn man in der Kathedrale ist und nur 4 Damage hat, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das sind meine Hassruns, wenn man keinen Damage hat und aber nur 5 Minuten auf jeden Boss einschießt. Ja. Yeah. Deswegen war damals auch Solmik unspielbar. Das stimmt. Ist sie besser mittlerweile? Ja, Solmik ist relativ... Ich hatte irgendeine Almond-Milk. Okay. Almond-Milk ist, ja, ähnlich, nur macht noch zusätzlich ein paar random von diesen Wurm-Effekten. Ah ja. Mein Geld. Oh. Sehr schön. Ich muss schon langsam mein Messer gar nicht mehr einsetzen. Ist ja langweilig. Ich setze mein Messer ein. Okay. Nicht viele Secret Rooms für uns aktuell. Aber wenig Damage, die auf der Ebene. Mächtig. Wenig Damage.
So, jetzt kannst du dein Baby Isaac neben Isaac legen. Was? Deine Bombe. Dein Dummy. Warum soll ich eine Bombe? Dein Active Item. Ach so, bei Isaac dann, ja. Okay, naja. Nächste. Okay. Ich dachte, du meinst jetzt in dem Raum. Nein. Neben Isaac legen. Ich war so. Oh, guck mal, wie sie nebeneinander aussehen. Wie süß. Oh! Vorsicht! Nein, ich hab Dark Arts. Alles gut, ich hatte Dark Arts. Das war alles geplant. Das war eventuell mein Messer, das ruiniert hat. Ist das jetzt eigentlich die offizielle Strat, bei dem in der Ecke zu stehen, einfach? Ah, ja. Das ist die falsche Ecke bei dir, kann ich dir sagen. Nee, die ist safe. Oh, das war komisch. Ich glaube, weil er langsamer war vom Tisch. Wie lang der Angriff gerade war. Der Schaden war gut. So. Dann hoffen wir mal, dass wir ein paar gute Items bekommen. Hust. Ja, das werden die besten Items aller Zeiten. Bestimmt. Oh, nicht dieses, viele Leben. Oh Gott, ich habe keine Leben mehr. Oh, Backstabber ist eigentlich gut für mich. Oh, vorhin bei dem Knochen dachte ich, dass das Item ist übrigens, was da lag. Ja, das ist eine Büronadel. Das ist eine Nähnadel. Ich weiß. Rotten Tomato ist auch ganz okay. Ja. Okay, was macht die Rotten Tomato? Also Filme bewerten. Ich glaube, wenn du einen markierten Gegner killst, nimmt er extra Schaden oder... Nee, oder was? Nee, ich glaube, du feuerst manchmal Trainer, wo dann Gegner einen ich hab anderen Gegner angreifen. Ich habe kein Active Item. Irgendwie sowas. Warum Straw ist immer ein gutes Active Item? Ja, nimm Rotten Tomato mit. Delicious. Du darfst die Nadel haben. Hm, schön. Wenn ich getroffen werde, gebe ich ein paar Tränen von mir. Aber gleichzeitig kann ich auch nicht mehr oft getroffen werden. Kein guter Raum für mich. Oh nein. Nein. Instant gestorben. Ich weiß nicht, wo die zweite Spinne auf einmal war. Okay. Aber das meinte ich, als ich gesagt habe, das ist kein guter Raum für mich. Oh Gott. Aber okay, die nächsten Items, die kommen, die gehören alle dir. Aua. Die... Erstaunlich wenig geholfen, die Bomben. Aber danke, dass du mir Items bist. Ist da noch eine? Ah ja. Ich meine, ich werde nicht... Du hast deine Fliegen noch. Run. Weißt du, du bist immer noch nützlich. Und denk dran, du hast Moms Brown, sie ein bisschen zu stunnen. Ja, stimmt. Bis zum Boss wird er eh. Oh, es bringt gar nichts bei denen in den Start. Cool, ja. Du sagst, wenn ich mehr als 4 Damage hätte, dann wären meine Fliegen auch ziemlich hilfreich. Die spawnen Sachen beim Runter. Ja, ich. Hab ja, lange kein Monstro gesehen. Doppelroter Monstro 2 Raum ist nicht gut. Stimm ich zu. Ich wollte gerade durch die durchmessen. Wurde nicht so gegönnt. Der ist nicht so gut. Der ist gar nicht gut gewesen. Besonders habe ich den auch echt lange nicht gesehen in dem Spiel. Ja, das ist auch besser so. Ja, nur Durchmesser. Deine Tränen werden so stark, wenn du durch viel Zeug durchgedasht bist. Ja, ich wünschte dir ja mal mehr als aber irgendwie ist dein Damage trotzdem... Du hast halt... Wie viel Damage hast du? Ich denkst du, ich kann jetzt gerade hingucken? Ja. Mach hier mal und dann sterbe ich. Zum Moment, in dem man den Chat schaut. 5 Damage. Auch 5 immerhin, okay. Immerhin. Gib mir doch Mühe. Ne, ist mehr als ich hab, aber. Ja, ich war nur unsicher, ob wir vielleicht beide keine Damage-Ups bekommen haben. Oder so gut wie keine oder du vielleicht welche hattest, aber. Ja, zu sehr ist auch nicht der Rede wert. Hier ist alles rutschig. Okay, nice, nice, das sind eklige Räume hier gerade. Ja, ein paar mehr Kisten wäre schön. Wie viel Luck hast du? Null. Naja. Oh nee, der Damage ist so schlecht. Oh Gott. Der ist furchtbar, ja. Ich kann den 5 Minuten einfrieren und krieg den nicht tot. Oh nein. Oh! Erster Widow ist down oder erster Widow? Das ist Rotten Tomato. Aua. Ah, da kam Schuss raus. Oh, da. Oh, ich bin gerade unsterblich. Okay, alles gut. Soll ich auch an der Spinne sterben? An so einer kleinen? Oh mein Gott, das ist so ein großer Raum. Du kannst doch woanders hingehen. Was soll ich denn? Ja, ich könnte da nach links gucken, aber. Glaubst du, das ist eher was? Ich habe keine Ahnung, ich denke, das ist alles. Weiß jemand kein Boss? Das stimmt.
Wo ist er da? Oh, die Geister kann ich aber auch nicht leiden. Die gehen mir auch. Fallen die halt zu viel aus. Ja. Warum machen wir so wenig Schaden? Ich meine, okay, ich weiß, warum ich jetzt gerade so wenig Schaden mache, aber. Also, wenn ich meine Items rechts angucke, dann sehe ich, warum ich wenig Schaden mache. Ich habe Meat bekommen. Und das war's. Oh Gott. Können die einen Laser schießen oder so? Ja. Cool. Glaube ich zumindest. Ich glaube, die können Laser in so vier Richtungen schießen. Ja, da ist er. Ich wollte noch hinter ihn. Aua. Ja, aber sie haben jetzt beide den Brimstone gemacht. Also, ich will nicht sagen, aber die Ausweichchancen waren eher ungünstig. Müsste? Mit Tainted-Charakteren schaltest du immer nur dann was frei bei den Standard-Sachen, wenn du beides geschafft. Ich meine, vielleicht hast du für Moms Heart oder sowas bekommen. Aber an sich, wenn man Isaac besiegt, muss man Isaac und Satan schaffen, damit man was freischaltet. Ah, ich sehe es, ja. Und so dann auch Blue Baby und The Lamb. Okay, schade. Ja, mit denen schaltet man nicht ganz so viel frei. Aber trotzdem lustiger Run. Na, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat uns ein bisschen Scheiße gegeben in diesem Run. Ja. Nee, ich meine, so wegen uns war der lustig, nicht wegen den Items. Also ja, wir waren super. Das wird gar nicht angezweifelt, finde ich gut. Ich würde mal wieder sagen, dass das Spiel schuld ist. Ja. Scheiß Isaac. Yeah. Aber gut, war dein erster Tainted Judas Run. Was ist dein Fazit zu dem Charakter? Ich will keine Karten und Kapseln mehr aufheben. Aber ansonsten macht der echt viel Spaß, der ist super. Also Tainted Judas ist von vielen Leuten der Lieblings-Tainted-Charakter. Ja, ist halt einfach cool, dann durch die ganzen Angriffe der Gegner zu gehen und dafür belohnt zu werden. Ja, an sich schon, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn nicht. Ich kann mit ihm nicht umgehen. Ich wünschte nur, ich würde mehr mitbekommen, wann dieses Messer den Cooldown wieder hat. Weil das Geräusch ist zwar da, aber in dem Raum passieren auch 150 andere Geräusche die ganze Zeit, das höre ich aber nie. Ich denke, wenn du nicht gerade im Call mit jemand anderem bist und fühlt sich nicht noch die Geräusche von dem anderen Spieler in-game sind. Du hast mir halt so die ganze Zeit ins Ohr geschmatzt. Ich habe halt nichts gehört. Kannst du mal die Schnauze halten? Wäre echt nicht nötig gewesen, nebenbei einen Döner zu essen. Als ich gestorben bin, dachte ich, ich gehe mir schnell einen Döner holen. Ja. Wäre auch lustig gewesen. Aber gut, dann war das eine weitere Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Stimmt, es wirkte gerade so, als wär, nein, es wirkte gerade so, als wärst du so aufgewacht. So. Ach ja, tschüss. Ich habe gerade Döner geholt. Ach so.